Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Betrayal at Krondor. Puck haben wir gerettet jetzt und werden uns jetzt aufmachen, Gamina zu retten. Wir müssen aber erstmal in den Nordwesten, weil wir hatten ja die Vision und die Erfahrung bekommen, dass hier in diesen Minen die Gamina ist. Hat uns ja hier diese Göttin erzählt und da sind Gegner drin, die kriegen wir noch mit einem bestimmten Zaubersieg, wenn wir denen die Stärke aussaugen. Diesen Zauberspruch finden wir hier unten. Und hier unten im Bereich gibt es auch nochmal zwei der stärksten Rüstungen im Spiel. Die einzigen zwei, die man finden kann, soweit ich weiß. Und ja, wir werden uns jetzt mal dahin machen. Sucht nach den alten Schätzen der Valero? Das verstehe ich nicht. Ich nehme doch an, dass euch klar ist, dass dieser Ort nicht immer so ausgesehen hat. Zu einem anderen Zeitpunkt, wenn Gamina in Sicherheit ist, werde ich euch mehr darüber erzählen. Für jetzt sage ich euch nur, dass die Valero etwas zurückließen, als sie dieses Land verließen. Was immer es ist, es liegt jetzt wohl vergraben wie ihr Ruin. Es kann all diese Jahre nur dadurch intakt geblieben sein, dass es von Zauberkräften geschützt wurde. Vielleicht stammen diese Kräfte von den Säulen. Goras und ich sind hier noch niemals auf solche Verteidigungen gestoßen. Auf meiner Suche bin ich über die gesamte Insel gekommen, außer dem südlichen Ende. Am besten fangen wir hier mit der Suche an. Wir haben das südwestliche Ende der Insel abgesucht. Bleibt also nur noch, bereitet euch auf die Reise in den Südwesten vor. Da gehen wir jetzt hin. Halt, halt, halt! Feindkontakt! Umgehen! Kampf umgehen! Da ist jemand müde. Etwas bewegt sich. Okay, da vor uns sind wieder irgendwelche Gegner, die ich mal wieder nicht sehe. Ich glaube, es reicht, eine Stunde zu schlafen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Sehen wir gleich. Wo sind wir? Map. Ah, okay. Wir müssen nach Süden. Wir haben Nacht und da hinten sind wieder Gegner. Würde ich sagen, schlafen wir mal bis zum nächsten Morgen. Sieht einfach schöner aus bei Tageslicht. So, da waren Gegner. Den kenne ich, glaube ich, noch nicht. Nö, doch, da habe ich schon abgesahnt wohl. War ich also schon. Folgen wir der Straße weiter südlich. Häuser. Schauen wir doch mal hin. Hier haben wir ein bisschen Magie für den Puck. Nicht viel, aber immerhin. In den Häusern ist nichts drin. Nein, beide leer. Ist das ein Gegner? Schwer zu erkennen. Ich glaube, das ist eine Leiche.
Ah, etwas Nahrung. Und sogar noch haltbar. Sehr schön. Da haben wir das erste Teil. Das ist die mächtigste Rüstung im Spiel, Valero. 70 plus 5 Segnungsart. Das heißt, vielleicht können wir da nochmal später einen besseren Zauber drauf machen. Gib sie jetzt erstmal ihm. Ich glaube, wir machen es so. Und ich gebe sie Ovin und Goras. Die habe ich einfach lieber. Und Ovin lernt den Zauber. Davon kann man nie genug haben. Kein Platz mehr. Sowas können wir auch gebrauchen. Hier haben wir noch einen zu 100% aufgeladenen Zauberstab. Ja, da wir die aber gerade aufgebraucht haben, kein Platz, obwohl er könnte eigentlich einen zweiten nehmen, ne? Ja, stimmt. Geben wir ihm einen zweiten. Lass uns da auch keine Sorgen mehr drum machen. Rationen zu essen, sehr schön. Nimm die mal alle. Und die nimmst du auch noch. Du lernst den Zauberspruch, den wir jetzt dadurch nochmal ihm rübergeben. Kostet zwar jetzt ein bisschen Nahrung wieder, aber er müsste den jetzt auch können. Hoffe ich doch. Da ist die andere Stelle. Tja, massig Kristalle. Viel zu viele. Kann ich gar nicht gebrauchen. Gucken wir mal, ob wir dem noch was geben können. So, hier haben wir den anderen Zauberspruch. Ja, komm. Kein Platz mehr. Supidupi. Ja, eigentlich ist das Blödsinn. Weg damit. Den hat er jetzt schon gelernt. Den können wir vielleicht für später verkaufen. Wo wir gar keine Geldnot mehr haben, wie ihr seht. Ja, bessere Rüstung. Weg damit. Die da anziehen. Haha, sehr schön. Wie viel hat die jetzt genau? 55, genau. Dann ist sie bei 60, 70. Also die hat jetzt mit der höchsten Verteidigung drin, hat sie so viel wie eine von denen. Die haben ja auch 70, aber die hat ja 75, hat er so 5 mehr jetzt. Und er hat auch eine halbwegs gute Rüstung jetzt an. Kann man nicht meckern. Die sind gut gerüstet, diese Gruppe. Und werden uns jetzt mal schön im Südosten aufhalten und die Minen aufsuchen, wo Gamina festgehalten wird. Ah, komme ich nicht durch. Vermaledeit. Können wir hier lang? Ja, das geht. Sehr gut. Ja, nachts gefällt mir nicht. Wieder zum nächsten Tag. So, wir müssen hier hin. Da bei der Brücke, wo wir drüber gegangen sind. Du nimmst nochmal einen davon. Der Rest kann so bleiben, würde ich sagen. Wie sieht es mit eurer Energie aus? Alles voll, sehr gut. Zeug wieder hier.
ist ein Gegner und ein Haus. Kann ich die irgendwie umgehen? Oh, das ist verdammt nah. Verdammt nah seid ihr. Mistkerle. Ich will einen großen Bogen hier drum machen. Schön vorsichtig. Wieder ein Haus. Hä, wo bin ich denn jetzt wieder gelandet? Geben von Häusern. Das ist auf jeden Fall der Fluss. Ich glaube, das ist die erste Brücke gewesen. Oder ist die zweite? Ne, es muss die zweite Brücke sein. Da müssen wir hoch, genau. Gesehen habe ich keinen. Sei es drum, machen wir sie fertig. Finale. Oh, es ist nicht mehr so weit. Bald haben wir das 8. Kapitel beendet. Ich sagte ja, die letzten 3 Kapitel sind was kleiner. Was ja auch ganz angenehmer sein kann. Hat sich ja ziemlich gezogen, das ganze Spiel. Auf jeden Fall mein größtes Projekt bisher, was Zeitaufwand betrifft. Aber es ist eine tolle Story, ganz klar. Spiele ich auf jeden Fall nochmal. Aber wird wohl wieder 10 Jahre Pause sein. So. Schon wieder Nacht. Die Tür war unverschlossen. Puck öffnete sie einen Spalt und starrte in die formlose Dunkelheit des Schlachtes. Schachtes, nicht Schlachtes. Als niemand seine gerufenen Grüße beantwortete, drehte er sich zu Puck um. Keiner da unten, sagte Puck. Wäre vielleicht interessant, sich umzuschauen. Wie wäre es, ein Weilchen im Dunkeln herumzulaufen? Aber hallo. Eine Stunde verging, nachdem sie eine lange Treppe entlang gegangen waren, die sich in unerwartete Richtungen wand und bog, befanden sie sich wieder auf festem Boden. Also eine Stunde in der Nacht rumgerannt, auch nicht schlecht. So, dann legen wir doch mal hier ein bisschen was drauf. Körperkraft sollte bei ihm hochgepusht sein. Nee, ist es nicht. So, jetzt aber, ne? Naja. Wahnsinn. Hier noch ein bisschen Schutz drauf. Der Zauberstab ist nicht ganz aufgefüllt, okay. Dann kommt da ein bisschen Energie drauf. Energize. Energize. Sehr gut. Gib das mal hier rüber. Noch ein bisschen Schutz. Alle haben so grünes Zeug bei. Sehr gut. Sollte ihm vielleicht 2 noch davon geben. Und ihm 2, 3. Verteidigung erhöhen. Verteidigung erhöhen. Los geht's. Achso, kleiner Zwischenspeicher. Gute Idee. Bevor hier wieder irgendwas Krasses passiert. So, da hinten sind die ersten Gegner. Hauen wir sie um. Attacke! Der Feind war überrascht. Ja, so mag ich das doch. Hervorragend. Ich würde sagen, wir machen einen kurzen Prozess. 2 Stück Stun von den hinteren. Bam. So, kannst du den sehen? Sehr gut. Rovin kommt gut an die da ran. Ja, gegen den, damit er neben den steht, hätte ich ihn angehauen, hätte er sich vielleicht vorgestellt. Ha! Flucht, keine Chance. Denn wir seppen direkt nochmal einen hinterher. Ah, man sieht das wieder einmal nicht.
Hallo, irgendwo da oben. Okay, dann ein anderer Zauber. Salz in deine Augen. Das klappt komischerweise. Ausruhen. Volle Möhre. Näher ran. Ausruhen, ausruhen. Ja, halten nicht viel aus, kein Problem. Das war easy. So, in diesem Dungeon gibt es nur 3-4 Kämpfe. Muss da keine Sorgen drum machen, dass wir irgendwie was verpassen. Weil ich 2 Kämpfe nur aus dem Weg geben werde und einfach nur den Finalkampf mache. Es gibt auch keine krassen Sachen hier drin oder so. Wir können also nicht irgendwie was finden, irgendwelche Truhen, die ich irgendwie verpasse, wo irgendwas Wichtiges ist, soweit ich weiß. So, Finale, los geht's. Nochmal gerade checken, wie sind die Werte in Ordnung. Da tun wir nochmal gerade was drauf. Da tun wir ein bisschen Schutz drauf machen. Da ist alles drauf. Wir laden den nochmal auf. Machen nochmal den rein. Und den. Und das. En garde. Wo sind die Feinde? Ha, da ist der Feind. Die Kreatur wandte sich zum Angriff. Puck blieb einen Moment wie angewurzelt stehen und flüsterte: Gamina! Die Begegnung würde schwierig sein. Und doch war dies der Augenblick, auf den er so lange gewartet hatte. Diese Hundesöhne, Makalas Diener, müssen sterben, dachte er, während er sich auf den Kampf vorbereitete. So, das sind diese zwei Wesen, die wir gesehen haben. Diese komischen Windelemente oder was das da gewesen ist, was die Göttin uns da erzählt hat. Die können wir nicht zerstören, es sei denn, wir saugen ihnen die Stärke ab durch den neuen Zauber, den ich eigentlich jetzt gerade mal erstmal gucken muss, wo der ist. Lebensraub entzieht Körperkräfte und überträgt sie dem Zauberer. War das der? Das kann sein, dass der das war. Hätte ich mir gerade mal... Ah ne, warte, wir können... Ah ne, wir können das gleich bei ihm gucken. Er hat nämlich die Schriftrolle dafür. Supi. Machen wir erstmal was anderes, nämlich kümmern uns um diese zwei Dumpfbacken da. Ich glaube, es wäre sogar besser, wenn wir uns die zwei Dumpfbacken anders kümmern. Ich glaube, ich rufe mir mit dem Horn welche herbei. Einmal hier hin und einmal hier hin. Sehr gut. Und wir machen... Na? Suche nach Bösen zweimal auf höchster Power. Dann sollten die nämlich eigentlich down sein. Können wir den nehmen? Können wir nicht. Gut, nehmen wir den. Ja, die da hinten können wir nicht verletzen, wie ihr seht. Schnappt ihr den mal. Supi. Viel Schaden. Verdammt viel Schaden. So. Lebensraub. Ich glaube, das ist der hier. Ich hoffe es. Yay, Victory! Der linke ist was schwächer und bei dem müssen wir zu zweit drauf. Deswegen macht er jetzt erstmal einen anderen Zauber. Nämlich hier einmal so einen schönen Blitz, den ich finde. Und du haust dem zu Mus. So, und jetzt zweimal Lebensraub drauf. Ich
Das hat er nämlich gerade überlebt. Darum müssen beide den Zauberspruch können. Also entweder man liest die zweite Rolle und findet die oder überträgt. Wie ich es gemacht habe mit dem Krug. Ja, ruh dich mal aus, ruh dich mal aus und wir schauen uns den Abspann vom letzten Kapitel an, vom vorletzten Kapitel an. Sie ist am Leben. Makala kann sich glücklich schätzen. Goras versucht etwas gegen den Käfig zu unternehmen. Schützt euren Kopf und tretet zurück. Bäm! Puck nahm Gamina in die Arme. Aus seinen Augen rannen Tränen der Erleichterung. Und er drückte das Mädchen fest an seine Brust. Eine ganze Weile lang hielt er sie einfach in den Armen und legte seinen Kopf auf ihr blondes Haar, während er über die Ereignisse der letzten Wochen nachgrübelte. Schließlich hob er ihr Kinn sanft an. Ihre Augen begegneten sich, als sie die Gedankensprache begann, die Gamina seit ihrer Geburt beherrschte. »Er hat gelogen, Vater, die ganze Zeit«, dachte Gamina. »Selbst als er mich hierher brachte, er hat versucht, euch von Krondor fernzuhalten.« ich weiß«, dachte Puck als Antwort, während er sanft seine eigenwillige Haarsträhne aus ihrer Stirn strich. »Ich werde dafür sorgen, dass ihr in Zukunft besser bewacht werdet. Ich habe immer angenommen, dass eure Begabung euch vor Gefahren schützen würde, aber ich sehe, dass mein Stolz auf euch manchmal an Arroganz grenzt. Wir müssen von jetzt an vorsichtiger sein. Einverstanden? Einverstanden. Wieder umarmte sie ihn. Er fühlte ihr schwaches Nicken, ließ sie los und küsste ihre Stirn. Dann blickte er zu Ovin und Goras, die in der Höhlenöffnung standen. Der Junker krümmte sich gerade und vergrub das Gesicht in den Händen, während er von einem gewaltigen Hustenanfall geschüttelt wurde. Es geht schon, keuchte Ovin und winkte mit der Hand ab, während er Gamina einen Blick zuwarf. Wirklich, es geht schon. Puck lächelte. Der Junge war ein schlechter Schauspieler. Es war jedoch offensichtlich, dass er wünschte, vorgestellt zu werden, bevor seine Lungen aufgaben. Gamina, dieser hustende junge Bursche, ist Junker Ovin Beleforte aus Tiborn. Sowohl er als auch Goras waren maßgeblich an eurer Rettung beteiligt. Vielleicht sollten wir sie gelegentlich im Sternensee zum Essen einladen. Sternensee, Ovin unterbrach seine Vorstellung, als Puck die Zauberakademie erwähnte, bemerkte seinen Fehler jedoch sofort und hustete zaghaft und beschämt in die Hand. Ihr meint den Sternensee? Genau, den. Puck runzelte die Stirn und brachte einen kleinen Stein aus den Falten seiner Robe zum Vorschein. Dieser Musterstein wird uns dorthin bringen, aber wir müssen erst Gamina absetzen, bevor wir uns um andere Angelegenheiten kümmern können. »Wir werden Prinz Aruta aufsuchen?«, fragte Goras. »Nein«, erwiderte Puck und klatschte über den Kopf in die Hände. »Wir gehen nach Sethanon.« Da erinnert ihr euch vielleicht am, ich glaube, es war im ersten Kapitel, bin ich da hingekommen. Es war komplett belagert gewesen von irgendwelchen Geistern. Kapitel 9. Die Götter zürnen. Und das letzte Kapitel von Betrayal at Krondor. Locklears Blick verhärtete sich. Keine Sorge, wir spielen jetzt nicht Locklear und James wieder. Wir spielen weiter mit Ovin, Puck und Goras. Aber es kommt jetzt nochmal kleine Informationen von Locklear und James. Locklears Blick verhärtete sich. Er glaubte, dass er in dem Augenblick, als das Tor zusammenbrach, etwas gesehen hatte. Es ergab jedoch keinen Sinn und war wahrscheinlich eine Vision gewesen, die er für sich selbst beschworen hatte, um mit dem schweren Schlag von Petrus Tod fertig zu werden. Als ein Mann, der vielen Armeen gegenübergestanden hatte, kannte Locklear die Vision gut, die man auf einem Schlachtfeld hatte. Es gab absolut keine Hoffnung, dass Petrus die Explosion überlebt haben könnte. Keine. Auf eine Weise, die sich seiner Kontrolle entzog, kämpfte er die Melancholie nieder, die ihn zu überwältigen drohte. Seine Vernunft war stärker als die Trauer um den Tod des Zauberers. Es gab noch immer eine Armee zu bekämpfen, noch immer Moredel zu töten, noch immer ein Königreich zu verteidigen. Er hatte dann Zeit zu trauern, wenn all das hinter ihm lag. »So eine unglückliche Art zu sterben«, sagte Locklear bitter. Senior James nickte. Er ist jedoch nicht umsonst gestorben, Locky. Ich habe nicht gewollt, dass er uns verlässt, aber er starb, um andere zu retten. Das sagt ihr immer, James.
Aber es gibt keine gute Art zu sterben. Sie alle bringen Schmerzen mit sich. James starrte seinen alten Freund an und sah die Kälte in Locklears Augen. Er hatte den Ausdruck mit den Jahren zu deuten gelernt. Einen Ausdruck, der sich zuerst in der Schlacht vom Amenga Jahre zuvor gezeigt hatte, als Locklears Verlobte Bronwyn von einem Troll getötet wurde. Ein Stück von Loki war damals gestorben. Und an seiner Stelle war der Keim gewachsen, aus dem sich ein mutiger Ritter entwickelte. Aber in all dieser Zeit hatte er sich selbst niemals dafür verziehen, dass er den Tod des Mädchens nicht hatte verhindern können. »Ihr seid nicht zornig, weil Petrus tot ist«, sagte James schließlich. »Ihr seid zornig, weil ihr nicht an seiner Stelle gestorben seid.« Locklears Augen blitzten im Widerspruch auf. Aber dann griff er plötzlich nach seinem Schwert, da drei Blitze in den Wäldern zu sehen waren. »Sprücheweber«, rief Lockbear. James war nicht wohl bei dem Gedanken, dass sie ohne Petrus einen feindlichen Zauberer gegenüber benachteiligt sein würden. Er rüstete sich und griff nach seiner Waffe. »Steckt eure Schwerter wieder ein, Seniors. Ich glaube, im Königreich wird es immer noch als unhöflich angesehen, seine Freunde aufzuspießen.« »Herzog Puck, noch niemals bin ich so erleichtert gewesen, ein freundliches Gesicht zu sehen. Wir haben Moredel-Zauberer erwartet.« »Zuranische Zauberer, James. Aber besser gesagt, Zauberer, die von Zuranis ausgebildet wurden. Keine Moredel-Hexe besitzt die Fähigkeit, eine Spaltmaschine zu bauen. Mit solch geringen Aussichten auf Erfolg würden sie auch nie wagen, in den Kampf zu ziehen.« »Ich würde immer noch gerne wissen, wie genau es Delikan gelungen ist, Kontakt mit Makkala aufzunehmen. Ich hatte gehofft, dass die Moredel nach der Niederlage des Murmandamus vor 10 Jahren eines erneuten Krieges überdrüssig sein würden.« »Das ist es ja gerade, Prinz Aruta hat gesagt, dass sie gehofft haben, Murmandamus zu finden und ihn befreien wollten. Die Moredel sind überzeugt davon, dass wir ihn seit 10 Jahren gefangen halten.« »So hat es mir Goras erzählt. Makkala hat diesen Glauben zweifellos zu seinem Vorteil ausgenutzt. Das erklärt wenigstens etwas, die Moredel haben uns diesen Verlust niemals vergeben. Aber was veranlasst Makkala, all dies zu tun? Es ist ja offensichtlich nicht seine Absicht, einen toten Anführer der Moredel zu retten.« »Ich glaube zu wissen, warum er es tut, möchte darüber aber so lange nichts sagen, bis ich mir eine Sache genauer angeschaut habe. Das letzte Problem muss ich mit ein wenig Hilfe von Goras und Ovin selbst lösen. Von hier aus wird es uns möglich sein, einen Teleport in die Höhlen unterhalb von Sethanon durchzuführen. Dort liegt unser Ziel.« »Und was geschieht mit Locklear und mir?« »Erscheint Prinz Aruta erst einmal mit seiner Verstärkung, dann lasst ihm von mir versichern, dass er von dem Moredel keinen Zauber zu befürchten hat. Steht Makkala in der Tat Hilfe zur Verfügung, dann haben diese Helfershelfer an Aruta sicherlich kein Interesse. Sie werden mich schon erwarten.« Kapitel 9. Die Götter zürnen. Verhindert, dass Makkala den Stein des Lebens erweckt. Ja, wir sind in den Minen oder in den Ruinen von Sethanon. Sind also wieder hier in der Mitte der Karte angelangt. Hier unten war ja Sethanon. Und wir sind schon mal davor gekommen und haben das auch so als so Grafik gesehen, wo wir dann da ein bisschen rumgeplündert haben, ein paar Zauber gefunden haben. Und jetzt sind wir in der Ruine unten drin, in dem Dungeon davon. Ja, und das ist der letzte Dungeon des Spiels und das letzte Kapitel des Spiels. Das schauen wir uns beim nächsten Mal. Bis demnächst, euer Chojin.